bring mir das Fahrzeug da zurück, dann ist er auch einmal wieder abgestellt. Mhm. Das braucht man dann dabei, nicht? So, jetzt hab bloß, du bist schneller. Ich bin sicher schneller. Allein waren 6 Euro, oder? Ich habe gedacht, es macht alleine 40. Geil, die Taschenlampe hat ein besseres Licht als das Fahrzeug. Alter. Ist halt nur. Und ein Mini-Step ist erreicht. Ein Mini-Milestone. Ich spüre, dass eher die Sonne aufgeht, haben wir einen Traktor. Einen Traktor hätten wir ja schon. Ich merke schon, das wird sich dann auch auszahlen. Den ganzen Wäldern hier. Mhm. Oder wenn man ein ganzes Feld aufforsten wird sogar. Aber ich sehe da drüben, da gibt es zum Beispiel wirklich Wälder, also da sind wirklich viele große Bäume dann auch dabei. Mhm. Ist das ja. Oder hast du es gehört? Dann. Oder hast du es nicht gehört? Eine Uhu. Das war ein Uhu? Ich glaube, ein Uhu war das. Bist du? Was ist das, jetzt komisch angehört? Jetzt habe ich einen Hund gehört.
Wie viel brauchen wir jetzt nochmal? Ich glaube 1200 kostet es. Bin ich jetzt nicht sicher. Ja, mit den kleinen Barmalen ist das jetzt wieder ein bisschen zart. Ja. Das stimmt. Ups, vor allem jetzt ist auch die Sand schon weit. Vielleicht doch jetzt wieder einer gehen. Und wenn du willst, könnte ich das machen dann. Dabei. Wie du willst. Wie du magst. Warum ist gerade ein Baum wo? Baumalter, wo bist du, Baumalter? Baumalter? Da ist er. Wobei sich das auch nicht fast auszahlt. Mit dem kleinen Ding jetzt anfangen zu mähen wieder. Weiß ich nicht. Weiß halt nicht, wie viel jetzt so ein Baum abgibt. Zu haben, wie viel es einen Baum abgibt. Und warte, es liegt einer dort. Ja, die Hälfte. Ah. Halt sich schon, glaube ich, jetzt aus. Was? Zum Mähen anfangen? Ja. Weil du bist ja viel schneller wieder zurück. Ja? Stimmt. Ja, du musst ja Doppeldistanz auch hinrennen. Gut, rennen tust du schneller. Ja, aber du musst ja noch weiter rennen, weil das Gras ist ja gleich da. Achso, ja. Zwei Bäume 177, ja. Und wir brauchen mindestens noch 1000er. 200 noch. 200? 1200 kostet es. Ah ja, stimmt. Bist ja mit dem Sieben überhaupt nichts. Wieso dunkel, oder? Also ich sehe selbst ohne Taschenlampe noch ziemlich gut für mich. Wie ist eigentlich der Unterschied zur LS jetzt grafisch? Siehst du, ich weiß jetzt gar nicht, mit welcher Auflösung ich spiele. Okay. Ob ich die hochgeschraubt habe jetzt. Ich habe es nicht verändert, also. Und dann wird es wahrscheinlich noch das gleiche sein. Verlabernd. Hat er endlich mal ein PC, dann musst du nicht. Alter. War das ein Wolf? Also vielleicht hast du jetzt dieses komische Schreien gehört. Jetzt habe ich es gehört, ja. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber es klang ziemlich schräg. So, 90 kommen dazu. Kommen auch mit einem Baum, dann könnte sich's wahrscheinlich schon ausgehen. Ein Baum, glaube ich, oder zwei liegen dort. Machen wir wieder 3000. Den Anhänger dann. Ob wir nicht pokern sollten bis nach 0, kommen da nicht neue Angebote rein? Stimmt. Okay, Ernte bringt schon eins weniger. Nur noch 89 wert. Ist halt die Frage, was, ob sich das wirklich so auszahlt jetzt. Stimmt. Dass wir einen Traktor um den Preis kriegen. 12.000. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Schätze ich mal, da müsste man schon ein sehr großes Glück haben. Glaube ich nicht, also. Geht sich schon aus? 13.111 haben wir. Hast du verkauft? Ich habe jetzt eine Ladung verkauft. Die Bäume? Oh, die habe ich jetzt vergessen. Lost.
Müsste jetzt auch mal schauen, wie viel der Ladewagen gekostet. 2000. Boah, ich bin froh, wenn der Traktor herkommt. Das, mit diesen Einschlaggrades komme ich nicht zurecht. Wie war das? Du isst heute nichts mehr? Aha. Okay, keine neuen Angebote, obwohl es nach 0 Uhr ist. Oder also sind sie vielleicht schneller gekommen, weil wir immer 2 Tage quasi eingestellt gehabt haben? Dann müssten sie eigentlich langsamer sein. Okay. Was soll man? Ja, gut, auf das kann man sowieso nicht verlassen. So, die 1400 überschreiten wir. Also die 13.400. Stört 88 wieder nur Ernteeinnahmen. Es wird weniger. Um 12.000? Hast du da gesehen? Wer denn dort? Bei den kleinen Traktoren ist er dabei. Hat er da dort? Ja. Mittlerer wird wieder ausgehen. Ah ja, 12.000. Fehlt noch ein bisschen was, glaube ich, gell? Haben wir gesagt. Mähwerk? Ein Mähwerk sollte ich ausgehen. 1200, also, glaube ich. Bitte? 1200. Aber nee. Bei mir Technik ist nicht drinnen. Oh ja, muss drin sein. Was soll sonst drin? Ein AEB um 14.000? Ja, das ist ja auch fahren. Du brauchst ja Geräte. Ach, Blödsinn, ich bin bei dir. Ich bin der Anhänger drin. Alles verlernt. Blätten Ls. Wann war das letzte Mal? Vor über einem Jahr, oder? Wahrscheinlich, ja. Wo lang ohne Ls ist. Gleich rausgekommen. Ladewegen sind auch sehr teuer da. 3000, glaube ich. Aber wenn es schon drin ist, kannst du gleich schauen. 3400.
Hälfte habe ich gleich. Mit Technik. Den um 1200 meinst du? Ja. Gut, ich kaufe dir mal, okay? Ja, gönn dir. Mit Anhängerkupplung. Nein, eigentlich nicht. Einen Verteiler kann man sich auch dazu bauen. Was ist das? 50. 50 ist jetzt nicht so viel. Ja. Aber ich weiß jetzt eben nicht, ob Anhängerkupplung Zugwall hinten oder nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, den Kompakt, die haben wir gesagt. So einen Dös ohne Konfiguration, haben wir gesagt. Dös? Ja. Und ein Deutz. Deutz. Deutzi. Geil, da kann man Beifahrer sagen oder nicht. Okay, eigentlich so wie er ist, braucht man. Bam. Und mit dem Ladewagen rein finanzieren. Mhm. Aber dafür reichen die Bäume nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben einen Traktor. Er kommt hier gefahren. Traktor, Traktor. Das ist er. Leider. Ist deppert, Alter. Das ist er. Schaut arsch aus, ohne Aufbau. Aber es ist so. Wir können uns nicht mehr leisten. Ein Oldtimer. Mein Oldtimer ist er. Das ist das Geile. Unser erster Traktor. Du schimpfst ihn gleich als hässlich. Entschuldigung. Das ist das erste Gras, was liegen bleibt. Die rennen gleich drüber. Alleine. Ich dachte am Anfang zuerst, dass das ein Mähwerk ist, was man vorne hingeben kann, damit man gleich hinten den Ladewagen hat, aber das wird dann wohl doch ein zweiter Schritt. Ja, vor allem ist das wieder verteuert dann. Ja. Das ist halt dann wieder größerer Traktor. Ja. Ja, das ist von ganz, ganz klein auf. Ja, da muss man wirklich ganz klein denken. Wird von Tag zu Tag schneller dann. Oder effizienter, sagen wir. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht verkalkuliert. Wegen?
Wenn sich das mit den Bäumen nicht ausgeht, haben wir ein Problem. So, dann haben wir ja noch immer den Meer. Ja, stimmt. Ein paar Bäume stehen da eh noch auf so einem Fällig. Also jetzt nicht mehr im Wald, aber da so rundherum halt. Und wie du sagst, wer weiß, was unten steht alles. Da steht noch nicht so viel. Ah, okay. Dort noch 6-7 Bäume. Aber ich habe da noch vielleicht 10 oder so. Ah ja. Das sollte sich also eigentlich ausgehen. Gibt halt leider keinen Holzpreis. Alter, ist das. Nein, ich sag jetzt nichts. Was denn? Schau mal, was im Angebot ist. Ich meine, theoretisch, wenn wir den jetzt verkaufen und den kaufen, haben wir 3000 Gewinn gemacht. Könnten wir den kaufen? Könnten wir kaufen. Ist eben die Frage, ob wir den kaufen können. Ob das nicht ein Fake ist dann. Was ist ein Fake? Willst du probieren? Dann machen wir wirklich Gewinn? Nein, oder? Naja, 9.598 ist ja noch wert. Eben, also haben wir 3.000 schon Verlust. Dann kaufen wir nur 3.000 billiger. Ja, stimmt. Kein Gewinn gemacht. Das ist dann wurscht. Ja, aber die 3.000 hätten wir dann schon für... Na egal. Ach so. Dann hätten wir schon 3000. Dann hätten wir 3000 über. Er ist ja jetzt noch ein bisschen drin. Bitte? Er ist ja jetzt noch ein bisschen drinnen. Ja. Weil in der Theorie, ja, wenn ich jetzt dann noch die Bäume wirklich alle herschleppe, vielleicht geht sich die 3000, wenn wir dann noch ein bisschen was so Gras dazu farmen, der zusätzlich aus, weil dann hätten wir 2 Traktoren, dann kann einer mähen und einer mit dem Ladewagen fahren. Wenn wir den anderen dann noch verkaufen, weißt du mein? Weil das, der andere ist dann auch noch 4000 wert, das heißt... Also du meinst die, nur den Mäher? Ja. Weißt du mein? Mhm. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich nur 5000. Mhm. Dann könnten wir den Ladewagen holen und dann noch den Traktor. Jeder hätte einen Traktor. Stimmt. Einer mäht, einer tut aufsammeln. Ja, das wäre dann noch effizienter natürlich. Das wäre dann eine... Und wir haben uns revolutioniert. Wortwörtlich. Mhm. Alter, ich habe mich voll aufs Traktor fahren und ich renne da nur hin und her. Ja, wenn du willst, Holz ab. Und ich das war nur Spaß. War nur Spaß. Ja, ich habe damit kein Problem. Ja, ich habe eh kein Problem. Ich habe gesagt, ich hol's im Wald nieder. Hab ich da gesagt? Ja, yeah, und dass ich dann zwischendurch helfen kann. Also holt einmal alles nieder und dann schleppt man gemeinsam rüber. Soll ich jetzt einmal dann verkaufen, was ich dort liegen habe? Ein paar Bäume dort. Ich meine, theoretisch, wenn wir den Ladewagen einmal haben und einmal da ein bisschen was auch verkaufen können. Und wenn wir den Ladewagen einmal haben, dann können wir den anderen sowieso schon verkaufen. Weil dann kriegen wir das sicher hin. Wichtig ist halt, dass wir den Ladewagen haben. Ja. Achso, eigentlich den Ladewagen haben wir auch dann schon fix. Aber wenn wir den kleinen verkaufen? Den Ladewagen hätten wir fix, wenn wir den kleinen verkaufen. Ja. Könnte man eigentlich fast schon überlegen, oder? Ja, könnte es eigentlich schon machen. Könnte es nämlich schon aufsammeln. Der ist 4000 wert. Bam. Hast du sogar ein bisschen Gewinn? Dann machen wir jetzt nochmal die 6000. Das heißt, ich kaufe einen Ladewagen um 3400. Ja, ist das.
Einmal sind Bäume dabei, mit denen renne ich gut durch und dann gibt es einen, der fällt mir 15 Mal runter. Wenn ich den um einen 100er upgrade, haben wir um 3 Kubikmeter mehr Füllmasse. Für 100 Euro. Ja, nimm, 100 Euro sind es nicht so viel. Ja. Oberanhängung, Unteranhängung. Das wird wurscht sein. Was hast du gesagt, der Traktor? 6.100. Aha, 6.150 kann man sagen. Hoff, das kriegen wir hin, bis er weg ist. Ja, und da kann man sein. Da fahre ich jetzt vielleicht noch zwei, dreimal hin und her und sammle dann erst auf. Wie du bist. Max. Ich werde jetzt mal die Bäume verkaufen. Gehen immer so. Wie fühlt man sich so als stolzer Traktorbesitzer? Ja, leiwand wieder mal was BS-mäßiges unterm Hintern zu haben mit geilen Motorsound und doch eher gemütlichen Arbeitstempo. Aber kein. Aber doch. Sache. Ja, was? Das waren nur 800, oder? Das waren jetzt 10 Bäume oder so. Oha. Also die kleinen bringen wirklich jetzt gar nichts mehr, oder? Oder Orga, ich hab gedacht, da kommt jetzt ein 2 oder 3 raus. Das ist so ein bisschen rasch. Blöd ist halt, wenn das jetzt nicht aufgeht, dann haben wir den Mäher auch nicht mehr. Es liegt an dir. Bitte? Es liegt an dir. Da dürfte der Holzpreis jetzt auch gesunken sein, weil das war wirklich 10 Bäume mindestens. Mhm. Verkaufe jetzt einen einzelnen. Wann muss? Ich bin gespannt, was jetzt ein Ladewagen dann so. Was hat so bringt, gell? Ja. Wie viel Kubik hat er jetzt gehabt dann? 130. 130? Mhm. Ja. Ich glaube schon. Das waren ja. Ja. Waren das nicht 130.000 Liter? So, dann wie werfe ich denn das jetzt ab wieder? Ja, das ist 93, warte. Alter, wie werfe ich das jetzt ab? Ups. Ah doch. Komm
Das 130.000 ist halt extrem viel. Das ist ja fast schon ein großer. Das ist ja schon Cheaten. Nein, 130. Ah, ja, 130. Ja, aber 130 Kubikmeter sind 130.000. Ach so. Inhalt. Okay. Das sind dann 13.000. In etwa. Man kann sagen, die achtfache Menge. 450 pro Anhänger. Bäume werden es nicht mehr richten. Will das sich schnell, oder? Nein. Okay. Auch negativ. Ja. Kannst du mir mal was Positives jetzt sagen? Wir haben einen Traktor. Und ein Überladewagen. Ach gut.